57, 58, 59, 60. Nein, ich bin völlig entspannt und freue mich einfach auf den Film und vertraue darauf. Und es ist alles authentisch, ist alles ehrlich und das ist 1860 offen und ehrlich. Ein Jahr lang darf Filmemacher Jürgen Müller für Sky den TSV 1860 auf Schritt und Tritt verfolgen. Am Donnerstag wurde der erste Teil der laufenden Dokumentation bereits Spielern und Fans der Löwen gezeigt. Dabei bot sich ein noch nie dagewesener Blick hinter die Kulissen. Klar, dass man da als Filmemacher ziemlich aufgeregt ist. Also ich war total gespannt, weil die ja wirklich noch keine einzige Sekunde gesehen haben. Und total intensives Erlebnis, so einen ganzen vollen, so einen vollen Kinosaal dann zu haben und speziell auch die Mannschaft, die da wirklich 3 Monate uns in die Kabine gelassen hat, hinter die Türen, war ich schon sehr gespannt. War auch ganz froh, dass Chris Schindler gerade gesagt hat, dass er sehr zufrieden ist und ihm der Film sehr, sehr gut gefallen hat. Das fand auch das Publikum so. Der beeindruckende Blick in das Innenleben des Münchner Traditionsvereins kam gut an. Und das auch bei der Mannschaft selbst, trotz anfänglicher Zweifel. Aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr positiv überrascht auch und ich denke, das war auch sehr authentisch alles und deswegen denke ich, das ist eine gute Sache. An das Kamerateam gewöhnten sich die Profis um Kapitän Christopher Schindler schnell. Nach 2-3 Wochen hat man dann eigentlich die Kameras gar nicht mehr so wahrgenommen. Wenn man einem Team ständig über die Schultern schauen will, lassen sich für die Filmemacher natürlich auch heikle Szenen nicht vermeiden. Also beim Dreh haben wir uns überlegt, ob wir wirklich in Kaiserslautern reingehen nach Abpfiff. Die Mannschaft hat 2-0 geführt zur Pause, dann noch 2-3 verloren. Ich habe das direkt neben dem Tor, stand ich mit dem Kameramann, gesehen, wie schlecht es denen geht. Das war krass für alle. Da haben wir uns wirklich überlegt, ob wir reingehen. Haben sie uns dann aber trotzdem getraut. Und ich glaube, das Ergebnis spricht dann jetzt für sich und für den Film, weil es eine ganz emotionale Szene ist, wie da in der Kabine mit der Niederlage da umgegangen wird und auch da alle von ihrer sehr, sehr menschlichen Seite zeigt. Es ist ein spannendes Projekt, das Jürgen Müller mit seinem Team vorantreibt und mit dem er unter anderem eines zeigen möchte. Was dieser Verein einfach bedeutet, was der mitreißt an Fans, wie viel Liebe da drin hängt vom Busfahrer über den Zeugwart, ja, bis zu allen, die da mitarbeiten. 57, 58, 59, 60 zeigt auf jeden Fall einen spannenden Blick hinter die Kulissen.